Hallo meine Freunde der Sonne, ich hoffe, es geht euch gut. Wenn nicht, dann nicht. Heute kommt das lang ersehnte Video über meine Essstörung. Also wo ich über meine Essstörung rede. Yeah. By the way, folgt ihr mir endlich schon auf Insta? Nein. Also Leute, irgendwie, ich weiß nicht genau, wie ich dieses Video anfangen soll. Ich habe mich auch irgendwie sehr lange davor gedrückt, weil ich Angst habe, irgendwie was falsch zu sagen oder ich nicht genau wusste, wie ich das sagen soll, weil ich selber irgendwie... Das ist halt ein sehr spezielles Thema für mich und bestimmt für andere da draußen auch. Und ich drehe dieses Video für die Leute, die vielleicht ein bisschen unaufgeklärt sind in der Sache oder halt einfach meine Geschichte hören wollen oder selber so eine Geschichte haben. Bla bla bla, keine Ahnung. Oder einfach random Leute, was auch immer, ne? Also ich will es versuchen, dieses Thema wirklich so oberflächlich wie möglich hier zu behandeln, damit ich auch niemanden irgendwie angreife oder sowas oder irgendwie, was weiß ich, irgendwie jemanden in die Seele scheiße oder irgendwo reinkacke. So. Also ich habe richtig Schiss davor, das irgendwie zu verkacken. Ich weiß nicht warum. Also erstmal allgemein zu meiner Story. Ich habe eine Essstörung. Und das hat alles Ende 2017, Anfang 2018 angefangen, als ich beschlossen habe abzunehmen. Ja, und dann irgendwann mal hatte ich Bulimie und das ist nicht gesund. Sagen wir es erstmal so. Da rauszukommen ist auch ziemlich schwer. Mir ist es auch ziemlich schwer gefallen und ja. An die Leute, die nicht wissen, was Bulimie ist, Moment, ich google das für euch, dann kann ich euch das mal von dem Spezialisten der Nation namens Wikipedia vorlesen. Bulimie oder Bulimia nervosa, auch Essbrechsucht oder Bulimarexie genannt, ist eine unter anderem durch übersteigerten Appetit und übermäßige Nahrungsaufnahme gekennzeichnete Erkrankung und gehört zusammen mit der Magersucht, der Binge-Eating-Störung Binge-Eating-Störung und der Esssucht zu den Essstörungen. Ja, yeah. Also sagen wir es mal so, ich habe was gegessen. Manchmal war es auch nicht mal viel oder so, aber ich habe mich so kacke gefühlt irgendwann mal, dass ich es direkt wieder ausgekotzt habe, also mir den Finger in den Hals gesteckt habe. Und ich rede jetzt vielleicht so einfach darüber oder so, aber ich... das ist schwer zu sagen, weil ich will nicht sagen, dass ich mich dafür schäme oder so. Weil es gibt ja auch andere Leute, die... Also es gibt genug andere Leute, die das auch machen, die auch so eine Essstörung haben oder andere Essstörungen. Es gibt ja verschiedene Formen von Essstörungen und keine Ahnung, ich rede halt nicht so gerne darüber oder ich bin nicht stolz drauf, sagen wir das mal so. Und ich habe euch auf Instagram gebeten, mir Fragen zu meiner Essstörung, zu meiner Story zu stellen, damit ich halt so ein bisschen reinkomme, weil ich jetzt nicht genau weiß, was ihr wissen wollt, wie ich anfangen soll, bla bla bla. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal auf Fragen eingehen. Ich werde alle anonym lassen, weil manche halt auch dazu geschrieben haben, dass sie nicht wollen, dass ich sie zeige oder sowas. Deswegen bleibt jetzt alles anonym und ich werde sie einfach vorlesen. Wie geht es dir damit? Mittlerweile bin ich aus dieser Essstörung eigentlich raus. Also manchmal denke ich daran, Alter, ist das schwer. Also das ist wirklich einer der emotionalsten Themen für mich irgendwie, wo es mir auch am schwersten fällt, darüber zu reden. Also nicht wundern, wenn ich da irgendwie komisch bin oder sowas, aber es ist ein komisches Thema für mich. Auf jeden Fall, es ist mittlerweile bei mir so, dass ich so darüber hinweg bin, sag ich mal, oder im Wesentlichen geht es mir mittlerweile gut damit, beziehungsweise nicht damit, ohne das gut. Digga, was? Sagen wir mal so, ich bin da eigentlich raus. Wie kam es dazu? Gab es einen Auslöser, wie zum Beispiel nicht gut, nicht oder hübsch genug oder so? Ja, da gibt es eine Story zu. Ich werde die euch versuchen, schnell zu erklären. Also es war immer so, dass ich nicht die dünnste auf der Nation war, aber ich war auch nicht wirklich dick. Ich war vielleicht so ein bisschen pummelig oder so. Ich werde jetzt aber keine Zahlen nennen, weil ich weiß ganz genau, wenn ich selber jetzt vor dem Bildschirm sitzen würde und so ein Video angucken würde, ich würde ganz genau diese Zahlen wissen wollen, weil ich mich danach richten würde. Aber jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Mensch sieht anders aus und deswegen werde ich jetzt keine Zahlen nennen, damit sich keiner danach messen soll oder sowas. Auf gar keinen Fall. Jeder ist auf seine eigene Art und Weise schön und gut und muss für sich selber wissen, ob er auf eine Diät, auf eine gesunde Diät gehen will und nicht in die Essstörung rutscht, bla bla bla. Das ist jetzt irgendwie voll vom Rahmen gesprengt, aber wenn ihr abnehmen wollt, dann bitte gesund
und geht nicht das Risiko ein, in eine Essstörung zu rutschen, indem ihr euch irgendwelche dummen Sachen oder so erlaubt. Auf jeden Fall zurück zur Story. Also ich habe seit März 2017 schon regelmäßig Sport gemacht. Ich habe so Workouts von Bodykiss und so zu Hause gemacht, weil ich dachte so, ja, vielleicht nehme ich da ein bisschen ab und so. Und ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich nicht wirklich dadurch abgenommen, aber ich habe es so als Routine gehabt, irgendwann Sport zu machen, weil ich mich danach viel besser gefühlt habe. Und ich war auch viel fitter und sowas. Also es war nicht schlecht, das zu machen. Das war wirklich, also ich bereue diese Entscheidung bis heute nicht, dass ich das gemacht habe, weil ich was zu tun hatte, sagen wir mal so. Und es war auch gut. Meine Ernährung war aber trotzdem sehr schlecht. Also ich habe gar nicht auf mein Essen geachtet. Ja, und damals hatte ich einen besten Freund. Der hat mir hin und wieder mal das Gefühl gegeben, dass ich zu dick wäre oder hat manchmal so Andeutungen gemacht, so von wegen, ja... Keine Ahnung, ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, aber ich weiß noch, dass er mir immer das Gefühl gegeben hat, dass ich ein bisschen zu dick gewesen wäre. Aber ich war nicht dick, ich war eigentlich normal. Ja, und mein bester Freund hat mir trotzdem so das Gefühl gegeben, dass ich nicht genug wäre. Dann habe ich mich noch hässlicher gefühlt, als ich es davor tat. Davor war es eigentlich ganz okay, aber ich habe halt immer in den Spiegel dann angefangen zu gucken und dachte so, oh mein Gott, hier und da und bla und blub und wieso sehe ich nicht aus wie die und da und bar und schlach mich tot. Ich habe davor schon manchmal angefangen, so Diäten zwischendurch anzufangen oder so. Und ja, aber irgendwie hatte ich nie wirklich die Disziplin dazu, das richtig durchzuziehen. Deswegen war das, also hat es auch nichts gebracht. Also es waren wirklich so, ja, Low-Diäten, sag ich mal, ne? Ja, und irgendwann mal im September 2017 habe ich mir gedacht, das geht so nicht. Du musst jetzt noch mehr dafür tun als nur Sport. Zu Hause, bla bla bla, was dir eh nichts bringt anscheinend, aber es hat eigentlich schon was gebracht, das muss ich sagen. Damit du dir selbst und vor allem den anderen gefällst. Und hier fängt der Fehler an. Du musst nicht anderen gefallen, damit du dich wohlfühlst. Du musst dir selbst gefallen, damit du dich in erster Linie wohlfühlst. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und ihr müsst euch selber gefallen und nicht anderen, Alter. Daran müsst ihr immer zuerst denken, wenn ihr eine Diät anfängt oder sonstiges. Also habe ich dann an diesem Tag beschlossen, dass ich jetzt noch diesen Schokoriegel, der neben mir lag, und einen Lipton-Eistee aus der Dose sippe und esse und dann ist das alles für mich in diesem Jahr an Süßigkeiten so. Dann von da an ändert sich mein Leben, habe ich mir gedacht oder gesagt. Nachdem ich mit diesem Riegel und so, nachdem ich das halt einfach gegessen habe, ne, habe ich mein halbstündiges Bodykiss-Workout gemacht. Ja, von diesem Tag an habe ich halt täglich Workouts gemacht, nur noch gesund gegessen, fast nur Gemüse, Alter. Und ganz viel Wasser getrunken und sonstiges. Ja, da hat sich mein Essverhalten so um 180 Grad gedreht, Alter, gewendet. Und ich habe auch sehr gut und gesund eigentlich abgenommen. Ich habe mir auch manchmal was erlaubt, wenn ich bei Freundinnen war oder sowas. Da habe ich manchmal Süßigkeiten gegessen oder sowas, aber dann bin ich wieder in meine Diät reingekommen und hatte wieder mein gesundes Essverhalten. Ja, und einmal war ich so mit einer Freundin damals, meine damalige beste Freundin, war ich mit der, also ich war mit der feiern. Kommst mal auf den Punkt. Ja, und dann, wir sind zu der nach Hause gefahren nach der Feier und mir war übel schlecht und ihr auch und sie hat sich halt den Finger in den Hals gesteckt und sowas und gekotzt und ich wusste irgendwie nie, wie das geht, weil ich irgendwie mir noch nie den Finger in den Hals gesteckt habe, bla bla bla. Und dann hat sie mir halt beigebracht, yo Bro, du musst das und das machen, dann kotzt du halt, ne? Und dann dachte ich so, hä? Hä? Und dann habe ich es ausprobiert und es hat funktioniert und ich war so satisfied von dem Effekt, der davon kommt, wenn man sich den Finger in den Hals steckt. Alter, was passiert sonst? Also ich war eigentlich schon voll im Normalgewicht. Ich sah voll okay aus, Alter. Ich sah eigentlich voll gut aus. Aber ich dachte so, nee, ich will noch dünner sein. Ich will so dünn sein wie die und die und die, weil mein damaliger bester Freund mir immer noch nicht gesagt hat, dass ich voll gut aussehe und sowas und bla, Alter. Ja, dann habe ich halt diese, wie soll ich das sagen? Also, sie hat mir halt beigebracht, wie man kotzt. Und dann dachte ich mir so, Bro, das kann dir vielleicht helfen, dass du noch mehr abnimmst. Dann habe ich halt weiter gesund gegessen und so ein Shit und habe mir halt manchmal so ein Brot oder sowas erlaubt. Das konnte ich auch eigentlich. Aber ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich mir dann den Finger in den Hals gesteckt habe. Manchmal war es so, es war nur so zwischendurch, dass ich mir den Finger in den Hals gesteckt habe. Aber irgendwann, also ich habe mein Essverhalten noch mehr reduziert. Ich sag jetzt auch nicht, was und wie viel ich gegessen habe, bla bla bla. Ich habe auch auf jeden Fall Kalorien gezählt. Und das habe ich dann auch jedes Mal, nachdem ich das gegessen habe, wieder ausgekotzt. Also hatte ich gar nichts mehr in meinem Magen. Mein Ziel war es einfach, noch dünner zu werden
und so viel abzunehmen, dass die Leute aus meinem Umfeld endlich mal sagen, du hast voll viel abgenommen und sowas. Alter, da war ich richtig rattig drauf, Alter. Ich wollte sowas hören, ey. Ich war irgendwann mal so ballerballer. Ich habe mir die damaligen Essens-Challenges von den Prank Bros angeguckt und habe so gesehen, so, ja, okay, Chicken Wings, I like Chicken Wings. Und dann bin ich auf das Video gegangen, habe mir angeguckt, wie die das so richtig schnell in sich reinstopfen, weil mich der Anblick, sage ich mal, so befriedigt hat, dass die was gegessen haben und ich mir vorgestellt habe, dass ich das esse. So, ich war so crazy unterwegs irgendwann, Alter. Keine Ahnung, ich habe halt irgendwann mal nichts mehr wirklich gegessen. Aber das ist auf gar keinen Fall eine gesunde Weise abzunehmen. Also das würde ich keinem empfehlen und ich hoffe für euch, dass ihr euch das nicht abguckt, weil, also das hatte so viele scheiß Folgen, die ich danach tragen musste. Zum Beispiel wurde ich immer blasser, schwacher und müder und konnte keine richtige Leistung an den Tag bringen und ich hatte irgendwann mal so eine Scheitelglatze, sage ich mal. Also ich hatte Haarausfall. Hätte man sich auch eigentlich denken können, wenn man sich informiert hätte vorher, was man da für eine Scheiße macht. Meine Haare sind halt immer zu so einem Scheitel gefallen, den ich nicht wegmachen konnte, weil da halt langsam so eine Glatze kam. Ich habe nur noch eine ganz kleine Stelle, wo so eine ganz kleine Glatze noch ist. Die habe ich immer noch. Die sieht man zwar nicht mehr, aber trotzdem, das war total bescheuert und ich weiß nicht, wie lange das gebraucht hat, bis sie weg war. Also das war richtig schlimm für mich. Ich habe von da an nur noch einen Zopf getragen und habe mich dafür geschämt und alle aus meinem Umfeld haben sich nur noch Sorgen gemacht, weil ich so viel und so schnell und so, keine Ahnung, ich wurde halt immer dünner und weniger und keine Ahnung. Meine Großeltern haben sich halt auch voll die Sorgen gemacht, weil die haben dann irgendwie gesagt, das weiß ich noch, du wirst immer weniger und wir haben immer weniger von dir und sowas und das hat mich voll traurig gemacht. Ja, aber aus gutem Grund, ne, das war echt nicht cool so und irgendwann hatte das seine Wende, der typische Jojo-Effekt. Ich habe mir dann immer mehr erlaubt, das ist Binge-Eating. Ich habe so angefangen, mir Sachen in mich reinzustopfen und sowas und habe sie danach wieder ausgekotzt. Ich habe wirklich so 2 Tafeln Schokolade in mich reingehämmert und dann habe ich die direkt wieder ausgekotzt, weil ich mich so schlecht gefühlt habe und irgendwann habe ich das immer so weitergemacht, Alter. Aber irgendwann habe ich mir so gedacht, Alter, ich habe jetzt keinen Bock zu kotzen oder ich lasse das jetzt in mir drin oder sowas, keine Ahnung. Und dann habe ich es gelassen und dann habe ich immer mehr zugenommen, bla bla bla, bin in die neue Schule gegangen und ja, da hatten wir halt länger Schule und dann fing das an, dass, keine Ahnung, meine Freunde haben voll normal gegessen und so und die haben sich auch voll die geilen Sachen erlaubt und ich dachte mir so, Alter, das kannst du dir auch erlauben, so, ne? Und da habe ich immer mitgegessen und so und ja, und jetzt habe ich halt wieder 20 Kilo zugenommen. Über 20 Kilo habe ich zugenommen. Und ja, jetzt bin ich wieder ein sad motherfucker, was soll ich sagen? Ich werde auf jeden Fall nie wieder auf so eine ungesunde Art und Weise abnehmen. Einfach essen, einfach seine Ernährung umstellen, Sport machen, Wasser trinken. Digga, das ist das Elixier für eine gesunde Diät. So, puh, so, Digga. Das ist im Wesentlichen meine Story und ich hoffe, ich bin nicht irgendwie zu weit auf irgendwas eingegangen, aber so war sie halt, ne? So, und ich glaube, ich habe damit jetzt auch sehr viele Fragen abgedeckt. Ich werde jetzt noch ein paar andere Fragen beantworten und dann denke ich mal, ist das Thema fertig. Auf jeden Fall fragt mich eine, wie kann ich zunehmen, Alter, ich bin Stock. Keine Ahnung. Also ich persönlich nehme zu, wenn ich einfach esse, was ich will und esse so viel ich will und manchmal zu viel esse und sehr viel Süßigkeiten und sowas, dann nehme ich direkt zu. Also bei mir geht das richtig schnell, aber es gibt ja Leute, die es richtig schwer haben zuzunehmen und sowas und so viel essen können, wie sie wollen und nicht zunehmen. Ich würde einfach mal zum Arzt gehen und fragen, was da am besten helfen könnte. Wie oder wann hast du gemerkt, dass du eine Essstörung hast? Ich habe das gemerkt, als ich mein Essen angefangen habe, immer wieder auszukotzen und das, also so regelmäßig, weißt du, so jeden Tag, da habe ich schon gemerkt, dass das nicht normal ist. Wie fühlst du dich jetzt mit deinem Körper bzw. mit deinem Gewicht? Ich fühle mich jetzt nicht wirklich wohl mit meinem Gewicht, weil ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich super dick bin oder sowas, aber ich bin dabei, auf eine gesunde Art und Weise abzunehmen, also never ever wie damals, weil das war richtig kacke. Das braucht halt seine Zeit, aber dann hat man auch ein bisschen mehr Lebensfreude, muss ich echt sagen. Also ich fühle mich eigentlich ganz okay mittlerweile, weil ich habe ein bisschen abgenommen, bin jetzt ein bisschen zufrieden, ich will noch ein bisschen mehr abnehmen. Und ja, warst du in Therapie? Nein, ich war nicht in Therapie. Ich habe da auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich habe es selber irgendwie rausgeschafft, einigermaßen. Und ja, ich sehe es ja jetzt ein, dass es wirklich nicht gesund war. Oder ist es immer noch nicht gesund an die Leute, die es jetzt machen oder haben oder was weiß ich. Wie alt warst du, als du sie bekommen hast? Ich war 15. Ich war 15,5. Ja.
Hattest du eine Fressattacke oder hast du fast gar nichts gegessen? Das Ding ist, ich habe halt fast gar nichts gegessen in der Zeit, wo ich halt Bulimie hatte und sowas. Und ich habe es trotzdem noch ausgekotzt. Und zugenommen habe ich wieder durch Fressattacken. Also ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe eine Schilddrüsen-Schlag-mich-tot-Funktion. Nee, ich habe einfach nur viel gegessen. Deswegen bin ich jetzt wieder, habe ich wieder zugenommen. War es schwer, sie zu überwinden. Also die Essstörung. Ich weiß nicht. Also bei mir hat es sich halt einfach so zum anderen gewendet. Komplett zum Gegenteil. Von gar nichts und alles auskotzen zu einfach in sich reinstopfen. Und ja, keine Ahnung. Das Ding ist halt bei mir auch, wenn ich traurig bin, esse ich viel. Und ich bin eigentlich sehr oft traurig, muss ich sagen. Das ist ziemlich random, aber ja. Was hast du aus der Zeit gelernt? Ich habe daraus gelernt, dass eine gesunde Art und Weise abzunehmen einfach im Endeffekt glücklicher macht und effektiver ist und eine Essstörung jeglicher Art einfach dich am Ende des Tages nicht glücklich macht. Also du hast einfach nichts vom Leben und ich finde, man sollte sich auch was gönnen, weil du weißt ja nicht, wie lange du noch lebst, dass du dir jetzt hier den Schokoriegel des Lebens da verbieten kannst, obwohl den alle anderen essen und du denkst dir so, oh mein Gott, nein, ich kann das jetzt nicht essen, ich muss abnehmen oder sonstiges. Scheiß mal auf diese paar hundert Kalorien mehr, die du an diesem Tag oder an den Tagen mal gegessen hast, so, dann ernährst du dich halt in den nächsten Tagen einfach mal ein bisschen gesünder und dann wird das einfach wieder, Alter, so, das habe ich daraus gelernt. Man muss einfach sich selbst lieben und sich selbst ein bisschen mehr respektieren. Ich hatte einfach gar keinen Respekt mehr gegenüber mir und meinem Körper und mir selbst und meiner Psyche und was weiß ich, ne? Den Respekt vor sich selbst darf man niemals in seinem Leben verlieren und das ist das Wichtigste, das müsst ihr euch merken. Ich glaube, ich rutsche da langsam rein, hast du Tipps? Wenn du merkst, dass dein Essverhalten nicht gesund ist, dann informier dich mal über ein gesundes Essverhalten, damit du weißt, was normal ist und was nicht und halt dich daran und rutsch und versuche erst gar nicht da reinzurutschen. So, ich hoffe, ich habe alles so gut wie möglich beantwortet und aber Leute, merkt euch eins, man fragt auch niemanden nach seinem Gewicht eigentlich, ne? Sowas gehört sich nicht. Ja, stay safe. Was sagt man noch so? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn nett, dann nett. Wenn doch, dann koch und iss. Hi, welcome to Chili's.